dritte Tag der Illmitzer Gespräche begann um 9.30 Uhr mit einem Vortrag von Professor Thomas Rübker vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung an der Universität Wien. Sein Vortrag vom Hotspot zum Vorgarten. Biodiversität global, regional und lokal betrachtet. Es geht darum, dass wir mit dem Lebensstil, auch mit unserem individuellen Lebensstil, hier viel beeinflussen können. Um 10.30 Uhr konnten wir den Rechtswissenschaftler Dr. Peter Resitaritz begrüßen. Der langjährige Mitarbeiter des ORF, bekannt durch Sendungen wie Inlandsreport, Am Schauplatz oder Bürgeranwalt, beleuchtete in seinem Vortrag recht nachhaltig, teilweise auch mit einem Augenzwinkern, die Rechtsprechung in Österreich in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Ich halte es dann mit Anton Tschechow, der angeblich einmal gesagt hat, wie ihm vorgehalten wurde, Herr Tschechow, in Ihren Dramen zeigen Sie immer, wie furchtbar alles ist, wie schrecklich das Leben ist. Dann sitzen alle irgendwo auf einem russischen Landgut und warten, dass der Tod sie erlöst. Haben Sie nichts Positiveres zu berichten? Gibt es nicht eine Lösung, die Sie bringen können? Und der Tschechow hat da was sehr Gescheites angeblich gesagt. Er hat gesagt, hören Sie, ich bin Künstler. Ich bin nicht die Medizin, ich bin der Schmerz. Und eine gute Ausrede, mit der man sich immer so ein bisschen drüber schummeln kann, wenn man zu Patentlösungen gefragt wird. Nach einer kurzen Pause zum Beinevertreten, Smalltalk und Networking ging es um Punkt 12 Uhr humorvoll weiter. Der Moderator der drei Tage, Gerald Wotterer, hieß die bekannte Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin Eva Maria Marold auf der Bühne herzlich willkommen. Ganz zu Beginn stand ein Interview-Talk über ihre Kindheit in Hornstein und über ihren Werdegang. Und wie ich dann so in der Pubertät war und schon angefangen habe zum Singen, habe ich auch fast jedes Wochenende bei einer Hochzeit gesungen im Burgenland. Da waren halt damals ganz, also ein bisschen modernere Sachen sehr beliebt. Ich habe zum Beispiel von U2 habe ich sehr oft gesungen, bei der Still Haven't Found What I'm Looking For. Oder auch vom David Hasselhoff, I'm Looking For Freedom. Oder aus dem Musical Jesus Christ hat sich das Brautpaar sehr oft gewünscht, I don't know how to love him. Und Highway to Hell habe ich auch aufgesungen. Im Anschluss daran konnte das Auditorium, eingepackt in Anekdoten aus zahlreichen Auditions, auch ihren Sangeskünsten lauschen. Den offiziellen Abschluss der Illmitzer Gespräche bildete wie auch 2019 die Zusammenfassung und ein Ausblick von Diplom-Ingenieur Dr. Harald Frey aus dem Organisationsteam der Illmitzer Gespräche. Das, was wir hier betreiben, aber was jeder von uns auch betreiben kann, nämlich Diskurs, Überzeugung. Wir werden nicht sozusagen von oben herab mit Dingen, von oben herab irgendwelche Dinge ändern, sondern indem wir eigentlich von unten herauf die Leute überzeugen, dass es auch andere Formen des Lebens, des Zusammenlebens gibt. Und auch dazu wollen wir eben durch und mit den Illmitzer Gesprächen einen Beitrag leisten.